Die Motzen Link versifft. Das ist allerdings wahr. Das ist nicht gelogen. Und womit? Mit Recht, ne? Sicher, bis auf der Einzelheiten sogar relativ gut diskutiert wird, müsste man schwer eine Seite nicht nur versucht, einen Punkt zu, von einer Seite zu verstehen und am Ende bringt es uns leider allen nichts. Das ist auch wahr, ja. Man muss dafür ein bisschen offen sein, natürlich. Das gehört dazu. Das gehört dazu. Chantal, auch das wünsche ich mir. Gib mir noch ein paar Jahre, erst stream ich noch und dann mache ich Bundeskanzler irgendwann. Herr Rumpelpumpel, danke für's ab. Dann kommt die NO-Partei. Ich glaube nicht mal, dass wir fünf uns einig sind, was Politik angeht. Wäre auch weird. Ich will zum Beispiel eine Reichensteuer einführen. Also, das einführen. Aber ich würde den Prozentsatz für Reiche noch höher stellen. Erstmal. Nur um erstmal mehr Geld im Haushalt zu haben. Wie ich das dann ausgebe, anderes Thema. Ich glaube, da wäre Freddy vielleicht nicht so happy mit. Weiß ich nicht. Wobei, vielleicht ist Freddy auch happy damit. Can't tell. Vermögen oder Einkommen? Alles, was ich gelesen habe, ist, dass Vermögensteuer schwer ist, weil du nicht alles genau beziffern kannst. Und dann werden immer so Gemälde oder sowas mitgenannt. Und dabei bin ich nicht informiert genug, um das jetzt zu sagen. Mindestens mal Einkommen. Erbsteuer klingt auch nicht so schwer. Glaube, da könnte man halt viel, viel schon mal die Gesellschaft wieder zusammenbringen. Im Sinne von. Man muss armen Menschen ja nur so viel geben, dass sie was zu verlieren haben. Gesprochen wie ein wahrer FDPler. Und ich glaube, das haben sie eventuell aktuell nicht. Deswegen wählen die AfD. Nur Unternehmen geht es schwer zu bemessen, zu bezahlen. Ich würde Unternehmen wahrscheinlich sowieso rausnehmen. Aus einer Erbsteuer, oder? Wäre jetzt so mein Take. Was nehmen wir denn überhaupt hier? Ist das ein Alistair Engel oder was? Oder ein Braum? Ja, ein Alistair. Ist ja nicht so geil gegen. Also ist okay, Lila. Nicht so gut, aber ist okay. Aftershock kein noch useless? Aber der Rest auch, ne? Der Rest leider auch. Vielleicht den. Der ist, glaube ich, nicht bad hier. Ich glaube, das ist nicht bad. Das ist nicht bad. Wir haben ja hauptsächlich Unternehmen und weniger Cash. Ja, aber es gibt da bestimmt eine Form von Anlage. Wohnraum zum Beispiel. Kann man doch wunderbar hops nehmen, oder nicht? Kann man nicht Wohnraum wunderbar hops nehmen? Ich würde Wohnraum hops nehmen. Sage ich jetzt uninformiert natürlich immer, ne? Ich würde zu allem, ich hatte so ein paar Ideen, aber zu allem würde ich mir erst die Meinungen von der Gegenseite anhören. Also ich würde mir immer von allen Seiten Meinungen erstmal anhören. Dann würde ich Entscheidungen treffen. Völlig auch egal, wer mich gewählt hat. Spannendes Thema, Alkohol. Wenn ich jetzt hingehe und sage, Alkoholrichtlinien werden verschärft oder die Steuer wird deutlich erhöht, da dann einfach dass Alkohol so ein Luxusgut ist,
Würde mich vielleicht schon 1 Milliarde Stimmen kosten, ne? Aber wäre auch besser fürs Land. Der Alkoholschwarzmarkt. Und auf Alkoholhandel steht die Todesstrafe. So, Alkoholschwarzmarkt weg. Vielleicht nicht mehr vielleicht nicht mehr ganz so okay dann. Ich finde es, glaube ich, so, dass Alkohol sehr teuer ist. Ich will nicht jeden Alkohol sehr teuer machen. Ich glaube, sowas wie Bier oder so würde ich gar nicht so teuer machen. Bisschen teurer vielleicht. Was mit Tempolimit? Ich sehe keinen Grund gegen das Tempolimit. Wobei ich auch nicht davon, also da weiß ich halt auch nicht genug drüber. Tempolimit ist auch so ein Ding. Kann man wahrscheinlich machen. Aber wie groß ist der Unterschied? Für Umwelt und Sicherheit. Weiß ich gerade nicht. Müsste man dann abwägen. Wenn ich damit nicht viel erreiche, will ich es nicht machen. Weil dann halt Freiheit tatsächlich drüber geht. Größer als nur reicht schon. Ja, mir nicht, glaube ich. Also mir würde das nicht reichen. Ich glaube, dann ist irgendwann auch die eigene Freiheit hat dann irgendwann einen höheren Stellenwert. Spielt den Swain Support. Also dieser Typ offensichtlich, aber. Winning, ne? Na gut, wir sind komplett fucked. Haben auch schon eine Sekunde gelaned. Nein! Du hast den W gemisst! Digga! Okay, mir reicht's. Ich bin so tilted. Warum muss ich mit solchen Affen spielen? Wie kann ich mit solchen Affen spielen? Bring back Seraphine. Holy shit, Junge. Es ist wirklich insane. Unabhängig davon könnte Ed Hecarim einfach das Game carrying können, indem er einfach runtermoved, ne? Aber Jungle spielen ist schwer. Too little too late für alles. Er hat Flash. Bruder. Ich habe, als ich wieder da war, ich habe eine Pause gemacht, ne? Habe 1,5 Monate nicht gespielt, 2 Monate vielleicht, ich weiß nicht genau. Habe nicht gespielt und jetzt ist es, ich bin glaube ich so im 5. Tag, wo ich wieder spiele und ich brauche halt super lang, um wieder besser zu werden. Ich mache jetzt viele Fehler. Allein mein Level 1 war unfassbar weak, ne? Ich mache jetzt auch viele Fehler. Aber die Menschen, mit denen ich gerade spielen muss, die spielen zum Spaß und das finde ich toll. Mehr sage ich gar nicht. Mehr sage ich gar nicht. Ich muss nicht mal abfällig reden. Die spielen zum Spaß und das finde ich klasse. Ich habe diese Dinge noch nie gesehen. Die geben mir Dinge, die habe ich so noch nie gesehen, neu auf die Netzhaut. Und das finde ich auch einfach nett. Ist doch was Schönes. Spaß ist wichtig und gut. So lastet man das alles nicht, Bro. Der hat einen Q gemisst auf dem Stun-Target.
Wir haben unsere Spells einfach komplett nach. Komplett ist nirgendwo gehauen eigentlich, ja, ne? I think we did, mein Freund. Da haben wir unsere Spells einfach so geworfen, ne? Ohne zu oder nachzudenken, wo die hingehören, ne? Das war der easyste Dive meines ganzen verfickten Lebens. Vielen Dank, Swain. Also, man pickt Swain nicht auf Support. Auch wenn es cool aussieht, macht man nicht. Eine andere Sache, die man macht, aber ich jetzt nicht zeigen möchte, weil sonst gehen die Gegner vielleicht hin. Und ich möchte diese Gegner hingehen. Ist der Drake. Der Drake ist krank. Was wir Drake machen nach dem Play, wenn der Camille runter tippet. Die Camille muss nur, wirklich nur dahin moven, hat einen Free Kill und kann sogar noch Drake übernehmen. Und jetzt gehen wir noch auf den Blue Buff. Uiuiui. Oh oh. Lass mal nicht machen. Ich gebe sie zurück. Versprochen. Auf wen hat Kha'Zix denn gewartet, though? Hat der Vision auf mich? Nee. Hat er nicht. Safe nicht. Die Nila wird oben nicht mehr sein. Ja, safe nicht. Nila kann nicht oben lane. Nila gegen Riven klingt unfucking unplayable. Ne, ich möchte nicht rein. Kha'Zix dahinter stehen. Dein Positioning ist so oft tatsächlich. Mann. Boah, jetzt wurde den Kill geholt, ne? Aber ist so bad. Obviously verlieren wir all ins. Right, obviously. Aber er zwingt mich was dazu. Er ist der Mann im Park, der mir auflauert und sagt, wir müssen diesen All-In auf jeden Fall nehmen. Oh, what am I doing? Bolo Bolo! Yeah! Freut man sich richtig, oder? Wenn's so gespielt wird. Freut man sich richtig, denke ich. Freut man sich richtig. So, wir nehmen das hier, denke ich, first. Honestly. Ich glaube, das ist gut hier. Relativ viel Magic Damage an unserer Seite. Ich glaube, der Physical Damage von denen, der sollte nicht auf mir landen, weil so Kha'Zix und Nila sollten mich eigentlich nicht hitten, right? Falsche Person, mein lieber Hektorim. Aus und heraus. Ist ein sehr guter Beitrag. Danke dafür, Out Schwedi. Jetzt
Das passiert, wenn man auf deinem Kuhdorf nur Ziegen fickt. Irgendwann denkt man wie eine Ziege. Wobei ich jetzt wahrscheinlich, muss man ja sagen, Ziegen sind wahrscheinlich nicht rechtsradikal. Das ist selten der Fall. Ich hab den Spoonfett, diesen Scheiß Six. Wenn ich hier wieder gewinnen. Slash! Ich hab die. Haben die nicht gerade eben noch top gespielt, bei die beiden? Die haben gerade eben Topset gespielt, als wir unten den Sven gekillt haben und sind einfach beide straight runtergemoved oder TP. Sure. Ah, im TP, wir haben Flash von Kamel bekommen. Which is nice. Lebe! Pärtchen. He's not living. Und K6 ist unfassbar fett jetzt. Das ist nicht gut. Mir war gar nicht bewusst übrigens, dass Nila CC immun ist während der E. Dass sie damit CCs buffern kann. Wieder was gelernt. Auch so ein Champ, der tot ist eigentlich. Oder einfach noch nie gespielt. Also nicht noch nie ist gelogen, aber sehr selten gespielt. Auch zu Recht. Ich glaube, dass der Champ geil designt ist. Was eine geile Idee ist. Scheiße. Mein Q war shit, Leute. Äse. Wenn ich Q halte, kann ich ein bisschen mehr Zeit kaufen von Nila. Anyway. Weiter geht's. Mache ich, dass wir mehr Damage machen? Oder was mache ich hier? Action slow, ne? So ist besser. Ich bin zu spät für den Tower. Ich denke, ich werde. Was ist hier oben? Was? Ich bin auch zu spät für Topside. Also mein Jungler ist einfach dead. Mods auch Überstunden zahlen. Meine Mods kriegen das Doppelte nach dem Tag wie heute. Da bin ich mir nicht so schade drum. Nicht sofort ult, komme ich raus, sonst nicht. Doppelt so viel Liebe. So ist es. Ich finde, wir können einfach einmal klatschen, oder? Wir können einfach einmal klatschen, wie bei Pflegerinnen.
im Krankenhaus, wenn wir einfach einmal ganz kurz klatschen könnten für meine Mods, die sich heute extra viel Mühe geben für euch und für mich. Dann kann man einfach mal ganz kurz klatschen. Lasst euch feiern. Für eure Modarbeit. Are we gonna lose, by the way? Ich glaube ja, ne? Denn Topset ist einfach so mächtig. Den Kill nicht kriegen auf die Alte ist so peinlich, oder nicht? Ich finde das so unangenehm. Ja, ich weiß nicht, ich verstehe auch nicht, wie. Ich weiß nicht, wie die Ranne nicht killen konnten. Ich habe jetzt spät geultet, though. Ich habe früher ultet bei den Situationen, bin ich da besser dran. Ich muss nicht so lange damit warten. Aber ich verstehe nicht, wie wir die nicht töten konnten. Wir verstehen nicht, wie wir die nicht töten konnten. Es ist mir wirklich ein Rätsel. Also ich habe da gar kein Verständnis für. Das ist sick. Wir haben gar keine Ward 6. Es nicht. Warum bin ich überhaupt hingegangen? Wir haben nichts, wir haben einfach gar nichts im Angebot. Das ist auch kein guter Play. Auf den Towerhead dürfen wir leider in dem Fall hier nicht, weil K6 und Camille zu große Engage-Range haben. Ja, Vision verteidigen hätten wir wohl dürfen, aber Games sind wichtiger. Geil gemacht. Von mir. Aber er will da anyway. Zu weit weg. Ich kann nicht schreiben in dem Game. Wir sind zu weit weg. Die können überhaupt nicht verstehen, was ich sage. Jetzt bin ich wütend.
Ich habe sowas Schlechtes noch nie gesehen. Ich habe noch nie sowas Schlechtes gesehen. Ich finde diese Elo. Unfassbar peinlich. Ich finde, die sollten sich alle schämen. Was ich hier gesehen habe, jetzt schon wieder. Also das ist wirklich nicht gut. Das ist... Dann komm nach Bronze. Aber in Bronze ist ja nicht schlimm, weißt du? Also ich komme nicht nach Bronze, weil es ist ja nicht schlimm. Wenn du ein Anfänger bist, spielst du so. I don't mind. Aber hast du Master Plus erreichst und dann Camille hier reindivet, Alice hat 6 und der Rest dahinter stehen bleibt und den Fight so halb wegrennend, nicht wirklich spielend, mitspielt und alle sterben, alle 5, finde ich persönlich, finde ich persönlich nicht gut. Ich bin nur mit, ich bleib mit dem E around, damit, damit wir wissen, wo der Kha'Zix ist. Dann kann der Zix vielleicht sagen, okay, ich flash hier oder nicht. Das wird der Zix nicht mal merken, aber... It's nice to have. Jump hier zu kriegen ist schon mal immer übergeil. Schade, nicht gegen die Seraphine, aber weil habe ich ein sehr gutes Support-Game an das Game. Ich habe letztens ein Video gesehen über Betrug bei den Paralympics. Sind einfach Basketballer, haben da irgendwas gewonnen in Spanien oder sowas. Da haben sich irgendwelche Basketballer, die gar nicht behindert waren, mir einfach eingeschrieben. Und dann haben die es gewonnen.